Moin! Ja, wie ihr seht, bin ich wieder unterwegs. Und es ist auch noch Sommer. Ja, es ist nämlich der 7. August, ein Freitag, 17:45 Uhr. Bin direkt nach Feierabend losgefahren, 2,5 Stunden Richtung Norden. Ja, und bin jetzt hier in Dänemark, nicht am Meer. Ja, da komme ich gleich zu. Ja, 2,5 Stunden bin ich hochgefahren mit dem Auto. Es ist das heißeste Wochenende, das schönste Wochenende wahrscheinlich des ganzen Sommers. Ich bin froh, das jetzt nutzen zu können, denn heute ist Freitag und ich werde bis Sonntag, ja, Nachmittag locker unterwegs sein, denn ich werde hier auch zelten. Ja, ich versuche so an den primitiven Campingplätzen, überall so, wo es erlaubt ist in Dänemark. Da möchte ich heute auf dieser Tour, an diesem Wochenende unterkommen, nicht auf Campingplätzen. So, und wo bin ich hier? Der Ort, der Hafen hier, das ist Stryer. Das liegt am Limfjord, das ist eigentlich nicht das Meer, ja, Brackwasser wird es wahrscheinlich sein. Aber das ist ein Fjord, der einmal so quer durch den Norden Dänemark geht, von West nach Ost, von Ost nach West, wie man will. Ja, und da bin ich jetzt und werde hier heute so ein paar Kilometer fahren, sehe, wo ich unterkomme, wo ich mein Zelt aufstellen kann, legal. Und dann, ja, mal sehen, 10, 20 Kilometer, mal sehen, wie heute ich komme. Und dann morgen fahre ich dann rüber zur Nordsee und da fahre ich dann so ein bisschen entlang, Tybören, über die Fähre wahrscheinlich, denn vielleicht hoch bis Klittmöller noch, muss ich mal sehen morgen. Ich will das alles nur genießen, ganz ruhig angehen, diese tolle Landschaft hier genießen, dieses heiße, tolle Wetter. Ja, und dann werde ich da irgendwo übernachten in der Gegend, mal sehen, ich weiß nicht wo. Ja, und dann am Sonntag geht es dann wieder hier runter, mehr am Limfjord hier entlang, wieder zurück hierher am Sonntag, bis Sonntagnachmittag. Ja, ich glaube, das wird eine tolle Tour, ein tolles Wochenende, wenn alles klappt, wie ich es mir so ungefähr vorgestellt habe. Ja, und dann wird es auch schöne Bilder geben, also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Der Anfang ist jetzt ein bisschen hier an der Hauptstraße, eintönig, aber auf besten Radwegen, breit, fast wie eine Autobahn. Wunderbar, das ist Dänemark. Dieses Örtchen hier heißt Humlum, ja, super Name, ja. Und es geht jetzt Richtung Westen, ich bin immer Richtung Norden gerade gefahren und jetzt bin ich ab von der Hauptstraße, jetzt geht es Richtung Westen. Große Ortschaft ist Lemvik, falls es jemand kennt. Hier soll der erste Punkt sein, wo eine primitive Übernachtungsmöglichkeit herrscht, aber bis jetzt sehe ich hier noch nichts. Naja, kann ja nicht immer klappen, aber ich werde nochmal weitersuchen hier. Das wäre ja echt ein klasse Spot hier. Direkt am Meer, oder was heißt die Nähe? Das ist ja Limfjord hier noch. Ja, schade, ich glaube, das ist er. Der wurde wohl inzwischen mal aufgegeben.
Ja, der erste Platz ist ein Satz mit X, aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, sogar noch direkt hier dran in der Nähe. Mal sehen. Ja, ich glaube, meinen Schlafplatz habe ich gefunden. Boah, nur auf der anderen Straßenseite haben sie was Neues errichtet, nämlich ein Shelter, den man auch nicht vorbuchen kann. Eigentlich nicht, er steht zwar dran, nächstes Wochenende ist er belegt. Ja, wahrscheinlich kennen die hier von der Mühle, die das betreiben. Ja, man muss ein bisschen bezahlen hier, 20 Kronen oder 2 Euro, aber wenn man es umrechnet, sind 2 Euro eigentlich ordentlich was billiger. Ja, aber ich würde sagen, das ist ein richtig gutes Plätzchen. Dahinter läuft zwar die Straße, da wird wohl heute Abend auch nicht so viel los sein, wenn man sich dort verkriecht, wird sowieso noch leiser. Da hinten stehen sogar noch welche mit einem Bulli. Ja, was soll ich sagen? Mit dem SLR-Kennzeichen Schleswig, Kreis Schleswig ist das, wo ich auch herkomme. Ja, so klein ist die Welt. Die machen da auch gerade ihren Bulli fertig, so zum Übernachten. Jo, und ich muss sagen, wenn das jetzt hier klappt, dann passt das. Und das ist ja wohl kein Geld. Das kann man echt nicht sagen. Und der ist eigentlich noch relativ neu, wenn man hier so sieht. Boah, eigentlich ist hier auch öfters wohl was los, aber was soll man sagen, man braucht bloß da durchgehen und dann ist man am Meer. Boah, so Lamshang wird es auch ein bisschen frischer, also was heißt frischer, es ist immer noch unheimlich warm, aber nicht mehr so drückend. Boah, endlich wieder frische Luft, Wahnsinn. Ich bin jetzt heute nur knappe 10,7 glaube ich, irgendwie sowas bin ich jetzt gefahren von früher hierher. Echt klasse, sehr kurz, hat er doch gleich geklappt. Bis auf das da drüben in der App stand, da ist das ja, aber ist alles abgebaut, ist nichts mehr. Aber hier ist ein Shelter, ein Zelt, glaube ich, darf man hier nicht aufstellen. Aber naja, ist egal, da kann man ja gut schlafen, da könnten ja noch ein paar mehr. Ich hoffe natürlich, dass da nicht noch jemand kommt, den kann ich auch besser filmen. Naja, ich werde mich dann hier etwas noch gemütlich, vielleicht gleich mal was essen, muss ich mal sehen. Oh, 7 Uhr erst, ich habe es echt gemütlich angehen lassen hier, hab das echt genossen. 10 Kilometer wieder, guten Stunde. Ja, toller Schnitt, aber das ist, glaube ich, eine sehr tolle Gegend, die ich hier bereisen werde dieses Wochenende. Ich freue mich drauf und eigentlich freue ich mich auch auf diese Nacht. Jetzt ist gar kein Auto mehr zu hören, also so doll befahren ist sie. Da fahren auch, glaube ich, keine LKWs. Also ich glaube, hier kann ich sehr, sehr gut schlafen und die Nacht, ja, 16 Grad, Tiefstemperaturen, das ist ja wohl auszuhalten. So, jetzt werde ich erstmal was kochen. Boah, die Sonne scheint so schön. Nicht mehr ganz so heiß. Echt gut. Umgezogen habe ich mich auch eine lange Hose, weil die ersten Viecher wollten schon fast zustechen. Ja, lieber eine lange Hose, sichere. Und es gibt jetzt nichts Besonderes. Risotto-Reis fertig. Ganz schnell gemacht und dazu ein paar kalte Würstchen. Die Würstchen habe ich jetzt mitgenommen für heute Abend. Vielleicht noch morgen früh. Länger halten sie sich ja nicht bei dieser Hitze. Aber das wird schon gehen. Und das wird auch schmecken. Das wird auch schon gehen. Ja, Instagram muss auch bedient werden. Da seht ihr auch immer aktuell, was ich gerade mache, wie heute. Vielleicht solltet ihr mal reinschauen, dann wisst ihr. Weil ich schätze mal, dieses Video wird in der ziemlich kalten Jahreszeit rauskommen, während ich hier noch im kurzen sitze und das ist total spät abends, gleich 8 Uhr. Ja, aber ich muss sagen, es ist genial hier. Temperatur, Sonne, alles herrlich. Und das Essen schmeckt auch. So, das Bettchen ist schon gemacht. Ja, wird vielleicht eine warme Nacht werden. Vielleicht benutze ich den Schlafsack ja auch nur als Decke, das werde ich sehen. Oh, aber ich glaube, ein Abendspaziergang wird bestimmt gleich noch drin sein. Jetzt noch gleich die Küchenutensilien. Wenn sie trocken sind, gleich alle einpacken. Dann werde ich das Rad hier beiseite schieben. Und dann gehe ich nochmal los.
Bezahl 2 Euro. Ja, hier ist sogar ein Toilettenhäuschen. Echt praktisch. Und da ist schon der Limfjord. Da gehe ich jetzt mal hin. Nochmal. Mal sehen, wie es mit Wasser so ist. Ja, vielleicht nochmal den Sonnenuntergang da sehen. Ja, das wird nochmal ein toller Sonnenuntergang werden. Echt klasse. Super. Ah, das macht echt Spaß. Und die Temperaturen sind immer noch sehr, sehr warm. Ja, hier ist noch so eine alte Mühle. Echt klasse, das ist alles ehrenamtlich hier. Dafür bezahlt man auch gerne, dass es so gut aussieht hier. Echt klasse, das macht Spaß. Und da gehe ich jetzt mal rüber. Sehr herrlich hier. Wow, echt klasse. Ja, da ist so eine kleine Steilküste, ein paar Berge, auch Naturschutzgebiet, ein kleiner Ort da oben drauf. Toftumer Berge sind das. Ist ja auch ein Campingplatz da. Ja, aber ich wollte das so machen. Ja, echt klasse. Ja, das ist jetzt der Limfjord da drüben. Da ist die Brücke, da komme ich wieder zurück. Aber ich werde da längs fahren und man muss sagen, das Ende ist nicht zu sehen. So weit weg ist das. Aber echt, das ist schön. Leichte Kühle vom Wasser. Oh, ist das herrlich. Echt klasse. Oh, da sind sogar noch Paddler. Oh, vielleicht wollen sie hier auch noch übernachten. Wer weiß. Oh, dass sie hier am Limfjord jetzt fahren. Aber hier gibt es auch überall noch andere Plätze. Oh, ist echt herrlich. Ne, klasse. Oh. Mann, war ein schöner Abend. Mann, ich bin so froh. Ich bin so froh, losgefahren zu sein, dass das noch möglich ist dieses Jahr. Hätte ja auch anders laufen können, weil so ein stabiles Hoch, Sommerhoch gab es hier oben nicht so, dass mal 3-4 Tage mal ein Stück super Wetter war. Aber nun hat es doch noch mal gepasst und ich nutze es. Ja, das Video ist etwas kurz geworden, vielleicht ist es nicht so ein langes. Aber morgen geht es ja ein ordentliches Stück weiter, immer da längs. Irgendwo da hinten geht eine Fähre, da fahre ich rüber und an die Nordsee und ach, da kommt, ach, das geht morgen weiter. Also, ich hoffe, hat es heute gefallen, denn bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin. Ja.